Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Donkey Kong Country Tropical Freeze. Ganz genau, es gibt gar nicht groß viel zu sagen. Wir kommen direkt zum nächsten Level. Eis im Spiel. Das klingt unterhaltsam. Oh Gott, nachdem wir in der letzten Folge noch mehr gelitten haben als sonst, dachte ich mir, vielleicht wird es ja heute schöner. Aber ich habe Funky Kong noch nicht ausgewählt. Ich bin noch gewollt, Skill zu zeigen. Genau. Kommt da die Banane raus? I like. Also sehe ich das richtig? Das Gelee, was wir in der letzten Folge geerntet haben vor allen Dingen, wahrscheinlich. Oh mein Gott, ich kann nicht reden. Das Gelee, was in der letzten Folge entstanden ist, wird hier jetzt eingefroren und zu Eis am Stiel verarbeitet. Ich verstehe das schon richtig. Wie ich auch schon, glaube ich, in der ersten Folge der fünften Welt gesagt habe, das Spiel, also beziehungsweise die fünfte Welt, erzählt so eine kleine Story. Wie am Anfang die Früchte geerntet werden, dann werden sie zu Saft verarbeitet, dann zu Gelee und später wird daraus dann noch Eis gemacht. So, ich mag das total. Ich mag das Storytelling der fünften Welt. Gut. Die Level sind vielleicht nicht sonderlich schön. Aber es macht trotzdem noch Spaß. Auch wenn ich immer mal wieder ein bisschen salty bin. Donkey Kong ist ja, wie ihr wisst, mein Favorite Game so. Und wenn ich mich da aufrege, dann ist es natürlich auch aus Frust. Aber meistens ist es auch einfach dieses, ich spiele dieses Spiel jetzt so lange. Kann ich es nicht einfach mal nach 5 Jahren hinkriegen, das zu schaffen? Ich reg mich da meistens eher über mich selber auf. Aber lass es halt am Spiel aus, so. Ich glaube, das ist eigentlich ganz verständlich. Gut. Nicht, dass da Leute denken, ey, hör doch auf, das Spiel zu fronten, weil du einen schlechten Skill hast. Ich weiß, dass mein Skill garbage ist. Oh, das O wird auch interesting. Als ob ich noch lebe. Ja, jetzt aber durch hier. Also, Guys, da möchte ich jetzt auch gar nicht so komisch rüberkommen, aber da habe ich doch auch mal den Like verdient. Na klar. Oh, da kommt so ein Feuertyp und ich weiß jetzt schon, dass ich die Banane nicht bekomme wegen dem. Doch, scheinbar schon. Okay. Zack, zack, zack. Raus hier und weiter geht's. Checkpoint. By the way, diese Eisblöcke, das weiß ich noch, die machen einen Instant Death einfach. Bleib einfach geduckt. Ich glaube, das ist das Beste, was ich machen kann. Jo. Cool, cool, cool. What the hell? Ich war auf einmal so ultra schnell. Ja, Dankeschön. Ich habe, by the way, nur damit wir das kurz festhalten können, noch ein einziges Herz. Nee, Kollege. Wirklich kein Bock auf dich. Ich bin eigentlich... Nein, du drehst dich jetzt nicht um, Hans. Ich will ein Herz. Das ist nicht... Wie soll ich an ihm denn vorbeikommen? Ah, weil er sich umdreht, wie der... Ah. Alles klar. Wir wissen doch alle, dass das nicht... Oh mein Gott, das geht vielleicht doch gut aus. Also, dass das innerhalb von einer Nanosekunde wieder einfriert, hätte jetzt auch nicht sein müssen. Holy. Let's go! Unser erstes Level. Und ich bin sogar noch gut drauf. Das kommt tatsächlich nicht häufig vor. Warum? Warum? Es war so schön bis zu dem Zeitpunkt. Ja, wir sehen uns gleich wieder. Ich habe keine Ahnung, wo das ist. Okay. Gut, also, dass ich das übersehen habe. Es tut mir schon sehr leid. Aber da waren wir halt auch so fest unterwegs, dass man das auch gar nicht sehen konnte. Also, come on. So.
Seht ihr die Schrift oben? Das ist ein bisschen cursed. By the way, ich werde jetzt grundsätzlich immer Punky nehmen, um Sachen nachzuholen. Aber ja. Punsk mit Punk. Punch mit, also Punch mit Punch. Soll das obviously bedeuten. Entschuldigung, dass das vielleicht nicht ganz so ersichtlich ist. Auf jeden Fall cool. Naja, auf dem Emulator kommen, da ist das doch vertretbar. Wenn das jetzt im normalen Game wäre, dann würde ich mich natürlich aufregen. Dixie ist keine schlechte Wahl für den Kampf. Rein da. No front an der Stelle, aber da ist Donkey Kong aber auch mal selber schuld. Was? Fängt schon direkt mit Betrug an. Funktioniert das? Haben wir das jemals getestet? Nein, das funktioniert nicht. Okay. Hätte ja sein können. Der war auf jeden Fall wichtig, der Treffer. Wir kämpfen also gegen Knut, den Eisbären. Ist das nicht schön? Ja, mach doch deinen Angriff jetzt. Komm, Kollege. Oh, was macht der? Oh, er kommt in der Mitte runter. Okay, okay. Bitte. Uiuiui, das war knapp tatsächlich. 460 Coins haben wir schon. Alles klar. Das ist doch schön. Kommst du? Oh, was passiert hier? Oh, yeah. Nächster Treffer. Ich weiß gar nicht, sind wir schon in der nächsten Phase? Nee, jetzt kommt die nächste Phase, oder? Nee, sieht nicht so aus. Ich find's auch cool, wie sein Feld immer lilaner wird. Was ja daran liegt, dass er immer wieder in diesen Saft reinfällt. Ich mag auf jeden Fall die Idee davon. Muss ich ganz ehrlich sagen, ist gelungen, ist gelungen. Ja, alles klar. Oh ja, wichtig. Ich finde es auch gut, dass wir noch relativ gut Damage taken können. Mit vollen 6 Leben. Das ist schön. Okay, er jumpt hoch. Er kommt wieder runter. Donkey, bitte schön springen hier. Oh mein Gott, wie konnte ich hier getroffen werden? Da war ich einfach in der Luft schon. Ich glaube nicht, dass er wieder angreifbar sein wird, ja. Also theoretisch müsste er es ja jetzt sein. Ja. Okay, okay. Wir bleiben weiterhin natürlich konzentriert, Guys. Ist das seine letzte Phase? Oh mein Gott. Gott, das hätte auch richtig schief gehen können, der Treffer. Wenn noch einfach die Mauer treffen können und nicht ihn. Aber gut, dass das durchgeht. Das macht es ein bisschen entspannter und einfacher tatsächlich. Ja. Zu freundlich, dieser nette Herr Eisbär. Ah. Okay, jetzt muss ich aber taken hier. Bam. Und das Herz natürlich. Wir haben immer noch volle Leben. Also klar, wir werden die ganze Zeit hochgehalten, aber trotzdem ist auch cool so. Müsste doch jetzt schon der letzte Treffer sein, oder? Oh, schade.
Aber ihr jetzt ist gegen die Wand gefallen. Aber ist ja okay. Weil das sowieso der wunderbare letzte Treffer ist. Let's go, meine sehr verehrten Damen und Herren. Da wird dieser hier auch aus dem Leben geräumt. Und wir kommen direkt schon in die letzte Welt, Guys. Das ist jetzt ein bisschen unerwartet tatsächlich. Naja, Donkey Kong ist ja auch kein langes Spiel, wie gesagt. Und zwar die DK-Inseln. Wir fangen an mit 6-1. Trautes Heim, Eis, allein. Ganz genau. Es wird mal wieder zu episch. Nämlich, soviel ich weiß, jedes Level ist eine Referenz an Donkey Kong Country Returns. Für die Wii und für den 3DS tatsächlich. Weil da hat man nur auf den DK-Inseln gespielt. Und dann eben Stück für Stück sich dort durch Welten gearbeitet, die alle ein Theme haben. Und diesmal hat jedes Level hier dieses Theme. Und die Musik in dieser Welt ist geisteskrank. Es gibt keine bessere Musik. Dann spielen wir jetzt halt mit Cranky. Hört euch die Musik an. Ihr hypt schon so richtig auf. Also die Musik ist wirklich skandalös. Die wird ab jetzt natürlich auch im Outro benutzt. Ist ja klar. Also die Musik ist ja so ultra-hype. Auch die ganze Welt. Ich hab zweimal B gedrückt, by the way. Auch diese ganze Welt baut einfach diesen Hype auf von, oh mein Gott, jetzt geht's ab. Also jetzt geht's richtig ab. Jetzt geht's aufs Finale zu. Und da sind wir auch direkt drüben. Oh, das K ist nicht angenehm, aber wir haben es trotzdem. Oh mein Gott. Das ist fein. Nein, schieß doch nicht, bitte. Brennende Fische nicht gut. Ach nein, ich kann ja nicht springen, wenn ich im Flug bin. Ich wollte jetzt weiterfliegen. Ja, das war lost von mir an der Stelle. Habe ich erwähnt, dass das Spiel, also dass dieses Level ohne Partner einfach unmöglich ist? Oder so gut wie unmöglich? Aber ist ja okay. Ich habe keine Ahnung, was ich machen muss. Darüber und wieder zurück, ja. Geh doch weg! Wenn da oben kommen wir eh nicht mehr hin. Aber wenn da ein Bonus wäre, hätte ich ihn nicht gemacht. Weil dann respawnt der Gegner wieder und ungern tatsächlich. Bitte, Ballon. Oh, habe ich nötig, habe ich nötig. Boah, sowas habe ich irgendwie auch schon geschmeckt. Nein, nein, nein. Sehe ich aus, als könnte ich hier Großgeschwindigkeit aufbauen. Da rechts ist safe irgendein Secret. Hä? Ich dachte vielleicht, dass du mit Cranky auf dem springen kannst und dann dem Feuer ausweichen kannst, aber der hat ja nicht mal Kollision. Aber das ist tatsächlich das Gute an dem wunderbaren Funky-Modus. Uns kann hier nichts passieren. Wenn wir das einmal eingesammelt... Was? Okay. Wenn wir Dinge einmal eingesammelt haben, dann bleiben sie für immer eingesammelt. Was war das denn? Okay. Okay, okay, okay. Oh mein, das war mal wieder schön. Vielleicht auch nicht, aber es war schön. Alles klar. Machen wir weiter. Freuen tue ich mich eigentlich eher weniger. Verschollen im Eis. Der kann kein H, oder? Sehe ich das richtig, dass das H nicht funktioniert? Wir können ja mal gucken, ob diese These stimmt. Ganz genau, richtig Doorstep, Donkey Kong, von dir. Dixie nehme ich mit. Also, ich sehe Wasser und das fühlt sich so an, als dürften wir nicht in das Wasser rein. Sicher kann man sich natürlich nicht sein. Doch, doch, ich glaube schon. Allein, dass wir das hier aus dem Wasser rausziehen, auch wenn das gar kein, physikalisch macht das gar keinen Sinn. Aber wir müssen das aus dem Wasser rausziehen, um es zu nehmen.
Das suggeriert mir, dass wir nicht ins Wasser dürfen. Jetzt kommen noch mehr, die hier so Stuff machen. Hört doch auf. Oh, ui. Stimmt, ich könnte das Schiff auch einfach hochziehen. Wir reden nicht über die Physik, dahinter. Ist es möglich, mit Air auf die zu jumpen? Ah, brauche ich gar nicht. Zack, zack, zack. Let's go. Oh, nein. Oh mein Gott. Ja, lost. Lol. Hä, das kann man ja voll gut benutzen. Wird das im Speedrun benutzt? Ich weiß es nicht. Aber ich wurde jetzt ja legit auf die andere Seite geführt. In einer ultra krassen Geschwindigkeit. Das könnte man noch richtig wichtig für einen Speedrun usen, oder nicht? Okay. Nur er darf uns jetzt nicht mit seinem Feuer treffen. Jo. Und das tut er auch nicht. Denn ich bin schon wieder weg hier. Ah, wir brauchen kein Herz, aber egal. Oh mein Gott, was ist das denn schon wieder hier? Alles klar. Alles klar. Okay, beruhigt euch wieder. Stupid, ich bin extra gesprungen. Na klar. Ich werde einfach sterben hier. What the? Ich lebe noch. Und dafür habe ich ein Like verdient. Geist, das fände ich super lieb. Oh mein Gott. Was passiert hier schon wieder? Einmal lang. Ey, wie genial wäre es jetzt, auf Cringe ein Herz zu bekommen? Schade. Wäre ja mega cringe. Ich war auf dem drauf. Scam. So, guess who's... Alles klar. Chasing-Sequenz. Kein Problem. Uhuhu. Schön ist an der Stelle anders. Sind wir natürlich direkt vom Zielsturm. Haben wir alles eingesammelt. Das ist ganz wichtig. Okay. Aber es bleibt natürlich auch massivst anstrengend. Direkt ohne zu überlegen, weiter nach rechts. Glatteistrümmer. Ja. Ja. Habe ich vielleicht auch Bock drauf. Wissen tue ich es natürlich nicht. Wir werden sehen, was wir sehen werden. Doorstep. Rein da. Und das Level sagt mir allein von der Atmosphäre zu. Der Gameplay-Aspekt. Wir reden einfach mal nicht drüber. Ich weiß, wie das funktioniert. Ich weiß, wie es funktioniert. Ich kann hier stehen. Genau. Was passiert? Okay. Über ihn drüber. Und 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, let's go. Richtig hier schön die Coins noch mitgenommen. Ich habe das Gefühl, dass O, oh, da kommen wir nie wieder dran. Woher kam diese Eule? Das ist so ein... Ach Mann, das ist Schmutz einfach. Okay. Das ist mal wieder unfassbar. Ich habe es eingesammelt. Aber natürlich ist das halt wieder so ein... Mit dieser Eule so ein Scam-Moment. Und das passiert natürlich gerade immer dann, wenn ich den Ton bei der Aufnahme aushab. Aber wir kriegen Diddy. Wir können nicht mal jemanden aussuchen. Schön. Egal. Wir versuchen hier gut durchzukommen. Wie auch immer das gehen soll. Mal schauen.
Einfach hier draufbleiben. Das ist der richtige Weg. Wundervoll. Da spricht der konzentrierte Kaesom aus mir heraus. Aber ich mag die Ästhetik von dem Level sehr gerne. Auch wenn dieses Level vom Stressfaktor her die absolute Hölle auf Erden ist, ist es doch relativ spaßig. Boah, das war's schon. Direkt. Wie cool ist das denn? Habt ihr den Donkey Kong gesehen, der ein Wii U Gamepad im Hintergrund hochgehalten hat? Ich bin zu schnell ins Ziel gesprungen, aber da steht ein Donkey Kong, der hält ein Wii U Gamepad hoch. Vielleicht wichtig zu wissen. Also was heißt wichtig? Ist halt ein Secret, ist cool. So. Dieses Level schauen wir uns beim nächsten Mal an. Guys, wenn euch die heutige Folge gefallen hat, Like da lassen, Abo da lassen, nichts mehr verpassen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder zu einer weiteren epischen Episode. Bis dann. Ciao, ciao, Leute.